So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute Hunted Kobayashi Tower von Gabe Barrett mit dem Artwork von Jorge Velez, glaube ich. Wir gucken nach. Steht hier natürlich auf der Rückseite Jorge Velez. Und das ist ein Kickstarter, ein kleines Solo- und Zweispielerspiel aus 2019, weil der Kickstarter ist jetzt erst im Februar 21 geliefert worden, hat natürlich durch Corona Verspätungen gehabt. Wir machen komplettes Spiel, Setup und Regelerklärung, alles in einem. Ein paar Würfel gehören dazu. Ich breite das aus und ich zeige es euch gleich auch alles beim Aufbau, was wie zusammengehört. Das schauen wir uns alles in Ruhe an. Und auch die Vorgeschichte lese ich euch vor, worum es dann eigentlich thematisch geht. Ich habe es auch in meinem Unboxing-Video, das verlinke ich euch natürlich oben in der Ecke, erwähnt. Es geht hier um den Film Die Hard, stirb langsam mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Und wir spielen dort den Helden. Es ist kein Lizenztitel, deswegen heißt er auch nicht Die Hard oder so, sondern eben Kobayashi Tower Hunted. Ein, ja, sagen wir mal, ein Dungeon Crawler würde man es vielleicht sagen, nennen heutzutage. Wir schauen uns das an. Also, die Regel auf Englisch. Es ist der Geburtstag deiner Frau Sharon. So hast du entschieden, dass du sie bei der Arbeit besuchst und mit ein paar Blumen und einer teuren Schokolade überrascht, die sie gerne mag. Deine Ehe war ein bisschen rau in den letzten Zeiten. Aber du hoffst, dass du mit dieser Geste das Ganze zur Wendung bringen könntest. Wenig wusstest du, als du am Kobayashi Tower angekommen bist, über die Gruppe Terroristen, die gerade dabei war, das Gebäude zu sichern und und alle Menschen zusammenzutreiben als Geiseln. Dein militärisches Training half dir dabei, den Terroristen zu entkommen, aber deine Frau ist als Geisel genommen und irgendwo im Gebäude versteckt. Jetzt musst du dich durch das Gebäude arbeiten, durch den Wolkenkratzer arbeiten, um sie zu retten. Und währenddessen versuchen die Terroristen, dich zu jagen. So, Setup. Wir gehen es an. Wir haben hier das Board. Ihr seht das hier genau. Mal gucken, wie die Lampen blenden. Mal schauen, das ist etwas spiegelnd, die Pappe hier, das Board. Ich zeige es euch nochmal im Detail. Wir gehen ein bisschen näher ran. Fokus kommt, jawohl. Ich habe hier 6 Gesundheit und wenn ich 6 bis 4 Gesundheit habe, kann ich 2 Würfel für Tests verwenden und danach nur einen Würfel für Tests, wenn ich 3 oder weniger Gesundheit habe. Ein Time-Marker, der von 20 runter zu 1 geht und daneben das Inventar. Wenn ich Gesundheit oder Zeit auf 0 bringe, dann habe ich natürlich verloren. Und wir fangen bei 6 Gesundheit und 20 Zeit an. Der dritte Würfel ist für den zweiten Spieler. Der bekommt nämlich auch eine Gesundheit, wenn er mitspielt. Dann haben wir hier diverse Token aus Pappe. Es handelt sich im Wesentlichen um Magazine für die diversen Waffen, die wir finden. Sortieren wir mal kurz. Ein paar schwarze Token, die dazugehören, also die mit dabei waren, die sind überflüssig. Und hier sind es Magazine, dann sind es Treffer-Token, dann sind es Regroup-Token, heißen die hier. Da kann man den Würfelwert verändern. Dann sind es Key-Token, Schlüssel, die man findet. Und dann haben wir die Würfel und die Karten. Der D12 hier, der gehört gar nicht dazu. Den hat die Fabrik einfach mit dazu gepackt. Keiner weiß warum, selbst der Autor nicht. Dann gehören 3 D8 dazu. Die sind für schwerere Waffen, genauso wie die D10er hier. Und die D6er sind eigentlich das, was wir wirklich brauchen. 2 davon brauchen wir für die Tests, beziehungsweise dann den dritten, wenn wir geringere Gesundheit haben. Und die 5 hier brauchen wir für verschiedene Waffen, unter anderem unsere Pistole. So, was brauchen wir noch?
rauchen. Das hier ist auf dem Dach der Showdown mit unserer Frau und dem Hauptterroristen, dem Chef. Lars heißt er hier in diesem Spiel. Das hier sind diverse Gebäude oder ja, Location Cards, Ortskarten. Da gibt es ein paar von, zeige ich euch gleich mal etwas näher. Legen wir mal ganz kurz noch zur Seite, dann haben wir eine Referenzkarte. Und dann haben wir für den zweiten Spieler, der ist entweder Sergeant Port oder Agent O'Neill, zwei Karten. Spielen wir heute nicht. Und hier ist unsere Waffe, die wir dabei haben, nämlich die Handgun. Die kommt hier hin und die bekommt drei Magazine. Eins, zwei, drei. Und ihr seht es hier, vier Würfel. Das sind die Kugeln im Lauf und das sind die Magazine, die ich dabei habe für die Pistole. Und ihr könnt es euch sicherlich denken, jedes Mal, wenn ich schieße oder jedes Mal, wenn ich nachlade, verliere ich natürlich Zeit. So, dann ist jetzt noch eine zweite Handgun für den zweiten Spieler. Das ist die Schokolade. Die ist auch als Karte ausgebildet und das hier heißt, wirf die Schokolade, gib die Schokolade ab, um irgendeine beliebige Zahl von Würfeln neu zu werfen. Das ist sozusagen ein Reroll, ein kostenloser Reroll, den man hier bekommt. Und der gehört am Anfang natürlich mit dazu. So, und der Rest dieser Karten, hier, ist das Hunted Deck, durch das wir uns das Jägerdeck oder durch das wir uns durcharbeiten müssen. Das mischen wir kräftig. Ich habe auch schon ein, zwei Partien gespielt und auch alle verloren bisher. Vielleicht gelingt uns diesmal ein Sieg. Denn so ganz einfach ist das ganze Spielchen nicht. Bei den Ortskarten ist es so, das ist ja das eigentliche Dungeon, durch das wir uns durchackern müssen. Und der Trick ist es, bis zum Showdown aufs Dach zu kommen. Und das Ganze funktioniert so, dass wir uns 14 Karten raussuchen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Es bleiben vier Karten übrig, sodass ein bisschen Zufallsinformation dabei ist, welche Karten, welche Räume dabei sind oder nicht dabei sind in diesem Spiel. Die letzten zwei Karten suchen wir raus und vermischen sie mit dem Dach, mit dem Showdown, mit der Showdown-Karte und wissen jetzt nicht, wo das Dach ist, also ob das Dach hier oben ist oder ob wir es als letztes erreichen. Und auch da ist also ein bisschen Zufall dabei. So, und das ist unser, die Würfel legen wir in Reichweite. So, ein bisschen raus, dass wir uns nicht stören. Den brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Müssen wir mal gucken. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir decken einfach kartenweise auf, schauen uns die Karte an und können versuchen, die Karten einzusetzen bzw. in unser Inventar zu übernehmen. Dafür müssen wir aber entsprechende Dinge bezahlen. So, wir haben jetzt hier aufgedeckt das Medkit, was uns erlauben würde, gegen einen Zeitverlust einen Gesundheitspunkt zu erwerben. Ist ein Item, das sehen wir hier, auf der Referenzkarte steht es auch. Das mit dem Handsymbol ist ein Item, das könnte also ins Inventar. Um diese Karte ins Inventar zu bekommen, müssen wir aber ein Search-Icon, eine Lupe bezahlen. Haben wir nicht. Denn was haben wir? Wir haben gar nichts. Wir haben das, was hier oben erkennbar wird, neben der Alarmglocke. Wir haben jetzt hier ein Laufsymbol, ein Move-Symbol, ein Bewegungssymbol. Und das könnten wir jetzt einsetzen, um etwas zu bezahlen, was hier unten einen Stiefel, ein Move-Symbol hat. Haben wir nicht. Hier haben wir ein Search-Icon. Also machen wir weiter. Wir gewinnen ein weiteres Move-Icon dazu. Wir finden die Granate. Die würde uns sogar einen D8er-Würfel hier geben. Auch das könnte ins Inventar als Munition, aber dafür bräuchten wir schon zwei Lupen, zwei Search-Icons. Haben wir nicht. Wir suchen weiter. So, jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir die Hallway. Das Ganze geht jetzt so weiter. Diese Kette kann beliebig lang werden. Das heißt aber auch, dass wir aufpassen müssen, wann wir Terroristen sehen. Wenn wir nämlich auf Terroristen stoßen, dann wird es natürlich höchstwahrscheinlich zum Kampf kommen. Und es kommt jetzt auf jeden Fall zu einem Kampf. Wir sehen hier jetzt zwei Lautstärken, also zweimal Geräusch, was entsteht. Und sobald jetzt ein Terrorist aufgedeckt würde, würden die auf jeden Fall auf uns aufmerksam werden und es würde zum Kampf kommen müssen.
Und das wollen wir natürlich vermeiden. Was haben wir jetzt aber hier? Wir haben jetzt einen Hallway, einen Gang. Der würde uns ein Key-Icon bringen, aber er kostet auch ein Move-Icon. So, wir können jetzt entscheiden, eines dieser Move-Icons einzusetzen, um diesen Hallway entlang gehen zu können. Und was der bringt, ist das hier, nämlich das, was wir wollen, nämlich eine Location, eine Ortskarte aufdecken zu können. Und genau das tun wir. Wir sind noch voller Gesundheit, wir ignorieren das Medikit, decken das weg, haben damit jetzt den Hallway, den aktivieren wir, den Gang, laufen den Gang entlang und besuchen, finden einen Ort. Und das ist der Boiler Room und der erfordert von uns einen Test. Ein erfolgreicher Test, gewinne eine Gesundheit und ein Fail, move the top terrorist card from the discard pile to the middle of the hunted deck. Okay, im discard pile haben wir noch gar keine Terroristen, also ist dieser Test praktisch egal, denn wir haben volle Gesundheit, wir können nicht mehr als 6 Gesundheit bekommen und wir haben keinen Terroristen, den wir wieder reinschieben würden. Trotzdem führen wir den Test einfach mal durch. Der Test heißt, würfe mindestens mit einem Würfel eine 5 oder höher. So, das haben wir in diesem Fall auch erreicht, aber wir können jetzt nicht auf 7 Gesundheit. Wäre ganz nett, geht aber nicht. Heißt aber jetzt, wir haben einen Ort gefunden und wir sind dem Ziel des Showdowns ein Kärtchen näher gekommen. Die Granate bleibt liegen, wir gehen weiter. Wieder ein Gang, wieder eine Ortskarte. Und jetzt opfern wir die Granate, indem wir sie nicht mehr finden können. Haben damit den Gang aktiviert, bewegen uns weiter durch den Flur und kommen zum nächsten Ort. Das ist das Treppenhaus. Ziehe 3 Karten, wenn eine davon ein Terrorist ist, greift er dich an. Alle anderen Karten wieder zurück ins Deck mischen. Also gucken wir uns das an. Wir ziehen erste Karte, zweite Karte, dritte Karte, kein Terrorist. Dann müssen wir alles ins Deck mischen. Machen wir. Erste Karte, zweite Karte, dritte Karte und mischen. Damit haben wir den Ort aber auch schon abgearbeitet und sind dem Ganzen wieder näher gekommen. So, da haben wir einen Test, einen Standoff, eine Gegenüberstellung. Test, if you fail, take 1 damage and discard a hostage. Wir haben noch keine Hostage befreit, keine Geisel befreit. Deswegen können wir die auch nicht wegschmeißen. Wir würden also nicht verlieren. Wir würden höchstens noch das Damage, also den Schaden verlieren. Aber wir müssen erstmal den Test machen. Auch hier wieder 2 Würfel würfeln. Jetzt haben wir keine 5 gewürfelt und wir dürfen auch nicht addieren. Das ist eine Grundregel in dem Spiel. Es werden keine Würfel addiert. Jeder Würfel zählt für sich selbst. So, das heißt aber auch, wir haben diesen Test verloren. Take 1 Damage. Das müssen wir machen. Die Karte kommt weg. Nächster. Ein Gang wieder. Wir können also, wir sind das Treppenhaus hoch. Wir sind jetzt also einen Gang höher sozusagen. Einen Flur höher. Wird uns wieder ein Move-Icon kosten, haben wir nicht, bringt uns aber ein Search und ein Key. Mal gucken, was wir damit erreichen können. Wieder eine Testkarte. If you succeed, gain a Key Token. Wir haben hier so Key Tokens liegen. Schauen wir mal. Also testen wir. Tests müssen immer sofort ausgeführt werden. Hier liegt also jemand, dessen Taschen wir durchsuchen. Und da ist eine 5 dabei. Gain a Key Token. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Zack, das Key-Token kommt hier bei uns mit ins Inventar. Das können wir dann einsetzen, wenn eine der Karten, die wir aufdecken, hier ein Schlüsselsymbol anzeigt. Der Gang bleibt vor uns liegen. Noch ein Gang. Jetzt haben wir 2 Search-Icons, ein Key-Icon, aber wir brauchen eigentlich Move-Icons. Jetzt haben wir einen Terroristen. Und jetzt kommt so ein bisschen Push Your Luck ins Spiel. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir uns verstecken, dann würden wir gegen die Zeit, gegen einen Zeitaufwand, alle Karten hier beseitigen. Damit würden wir gegen diesen Terroristen nicht kämpfen müssen. Der Terrorist attackiert, bemerkt uns jetzt auch noch nicht, weil im Moment hier nur ein neues Symbol zu sehen ist und erst bei 2 oder mehr neuen Symbolen würde er sofort auf uns aufmerksam werden und uns angreifen. Das seht ihr hier, 2 neue Symbole. Wir können ihn jetzt also auch liegen lassen. Wir wollen ja durch die Flure weiterkommen zu den nächsten Orten. Deswegen würde ich die ungern jetzt aufgeben. Also werden wir versuchen,
ein bisschen Push Your Luck machen. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist nämlich der zweite Terrorist da. Und sobald der zweite kommt, ist es unabhängig vom Lärm so, dass der Stärkere uns angreift. So, die sind beide gleich stark. Das heißt, der Rest kommt weg. Und er greift uns an. Was heißt das jetzt? Wir kämpfen gegen Terroristen. Wir haben unsere Pistole. Und er hat einen Wert von 3, eine Kampfstärke von 3. Und würde eine Geisel attackieren. Das zeigt dieses Symbol an. Wir haben jetzt keine Geisel, die wir dabei haben. Keinen Kollegen, keinen Partner, kein sonst was. Deswegen werden wir also auch direkt Gesundheit verlieren, wenn wir nicht treffen. Und der Kampf läuft jetzt so ab, dass wir uns aussuchen können, mit welcher Waffe. Wir haben jetzt nur die Pistole. Wir angreifen und wie viel Schuss wir einsetzen. Wir können bis zu 4 Schuss einsetzen, haben wir gleichzeitig im Magazin. Wir können aber auch sagen, naja, bei einer 3, ich muss also mindestens einen Würfel mit einer 3 werfen. Ich hoffe, dass ich das mit 2 Schuss hinkriege. Also, jetzt geht es drauf an, jetzt geht die Zeit los. Ich habe keine 3 geworfen und ich darf nicht addieren. Also verliere ich jetzt eine Gesundheit. Die beiden Würfel sind erstmal verschossen, die beiden Kugeln. Ich nehme die nächsten beiden Kugeln. Wieder eine Zeit einsetzen. Und jetzt habe ich die 3 geworfen. Das heißt, der Terrorist ist besiegt. Und was er mir gibt, ist dieses plus 1. Das heißt, ich darf jetzt eine Karte ziehen. Und wenn sie ein Icon ist, ich gucke nochmal nach, wie es genau funktioniert. Winning a fight. Wenn irgendeine dieser Karten ein Icon, eine Waffe, eine Geisel ist, dann kann man sie ins Inventar nehmen. Alle anderen Karten kommen zurück ins Deck. Das ist ja ein Item letztlich, denn es ist ein Regroup-Token. Da kann ich gegen den Einsatz von einer Zeiteinheit meinen Würfelwert um 2 verändern. Das kommt also in mein Inventar. Kommt das ins Inventar? Ja, das kommt ins Inventar. Ich habe die beiden Kugeln aber verschossen. Ich habe jetzt eine Pistole dabei, die ist aber nicht geladen. Ich habe nur noch 3 Magazine. Und nachladen würde mich Zeit kosten. Brauche ich jetzt noch nicht. Noch habe ich ja keinen Gegner, vor dem ich hier stehe. Also geht's weiter. Ein Regroup-Token. Das bleibt liegen. Eine Rauchbombe, Rauchgranate. Die könnte ich jetzt ins Inventar nehmen. Was ich damit machen kann, ist, ich kann die Karte abgeben, um einen D6er-Würfel zu einem Kampfwurf dazuzufügen. Das wäre nämlich dann der fünfte blaue Würfel, den ich mit dazufügen kann. Dafür müsste ich diese Karte hier, weil sie mir ein Search-Icon gibt, was das hier kostet, würde ich die abgeben. Das mache ich. Ich habe ja schon noch eine Regroup hier. Auch hier ist die Reihe übrigens nicht begrenzt. Das heißt, was ich hier habe, kann beliebig lang werden, ist eventuell auch aus dem Video rausrutschen. Müssen wir mal gucken, ob wir es dann eventuell verschieben. So, und damit habe ich jetzt mit dieser Regroup-Karte, habe ich das Search-Icon bezahlt. Das hier. Jetzt habe ich die Rauchbombe gefunden. Und es geht weiter. Wieder einen Gang. Wieder eine Granate. Keine Rauchbombe, eine Granate. Die würde mir einen 8er Würfel geben. Kostet aber 2 Search-Icons. Die habe ich hier nicht liegen. Aber ich habe mit der Granate das Move-Icon und das heißt, ich kann die Granate aufgeben und komme wieder einen Ort weiter. Komme in den Überwachungsraum. Wenn ich möchte, kann ich jetzt eine Zeit aufgeben und da 3 Karten ziehen, eine weglegen, eine auf den obersten Punkt legen und eine nach unten schieben. Das möchte ich. Ich gebe Zeit auf, ziehe 3 Karten. Muss eine abwerfen. Oh je, einen Gang. Das ist Clarence, das ist eine Geisel, die ich hier befreien könnte. Da könnte man für einen Test einen D8er Würfel mitnehmen, wenn man die Geisel benutzt. Diesen Clarence. Und das ist die Schrotflinte mit 2 Magazinen und 2 Schüssen im Lauf, die wir uns in den D10 ausmachen würden. Das ist natürlich attraktiv, die kostet aber, wenn ich sie aufdecke, 3 Search-Icons. Eine muss ich abgeben, eine muss ich ganz nach unten legen und eine muss ich ganz nach oben legen. Ich muss
zum Showdown, also brauche ich den Gang, den lege ich ganz nach oben. Den Clearance gebe ich auf und die Schrotflinte kommt nach ganz unten, in der Hoffnung, dass, wenn ich den Stapel mische, sie wieder weiter nach oben kommt. So, dann decke ich jetzt den Raum auf und dann erfolgt plötzlich eine Explosion. Ich muss einen Test durchführen und den habe ich vergeigt den Test. If you fail, take 2 damage. 1, 2, das war heftig. 2 Schaden. Jetzt stehen wir da. Jetzt haben wir kein Medikit. Weitersuchen. Wir sind also jetzt schon ziemlich angeschlagen. Wir finden Agent O'Neill. Und der könnte uns helfen, nämlich ein Search-Icon weniger zu bezahlen für eine Waffe, die wir hier aufdecken in der Reihe. Das Search-Icon ist hier. Ja, wir nehmen uns den Agent O'Neill. Ihn hier. Und jetzt werden wir begleitet von einem Agent O'Neill. Das ist eine Ablenkung. Ihr kennt das mit dem Bildschirm auf dem Bürosessel. Das kennt ihr auch aus dem Film, die Szene. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Das brauchen wir dafür, ein Move-Icon. Er gibt uns ein Search-Icon. Eine Tür. Und die gibt uns 2 Ortskarten. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Und was haben wir hier liegen? Einen Schlüssel. Das heißt, wir setzen den Schlüssel ein und gehen durch die Tür. 2 Ortskarten. Und in diesem Falle läuft es so, dass wir uns beide aufdecken. Und wir dürfen einen ablegen und den anderen müssen wir dann abhandeln. So, das erste ist der Geschenkeladen. Wir können entweder die Schokoladenkarte zurück in unser Inventar holen, aber da haben wir sie ja noch, oder eine Zeiteinheit gewinnen. Und das zweite ist das ein Büro. Dann müssten wir testen und nach einer Ablenkung suchen und in unser Inventar legen, wenn wir gewinnen diesen Test. Aber wenn wir verlieren, würden wir 2 Zeit verlieren. Diesen Raum durchsuchen wir nicht, sondern wir gehen in den Geschenkeladen und wir gewinnen 1 Zeit, weil die Schokoladenkarte haben wir ja schon im Inventar. So, wir sind dem Ganzen wieder 2 Räume näher gekommen, laufen weiter. Granate, die gibt uns ein Move-Icon, das wird uns die Ablenkung, also den Reroll hier, ins Inventar holen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir geben die Granate auf. So, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich das alles ein bisschen verschieben muss, damit ihr das noch im Bild habt. So. Das ist unser Inventar hier unten. Die Würfel hier. Okay, dann machen wir weiter. Wieder eine Tür. Jetzt bräuchten wir noch einen Key-Token, was wir nicht haben. Eine Kiste Munition oder eine Schachtel Munition. Geben wir dann für die Tür auf? Nee, die lassen wir hier nochmal liegen. Noch haben wir 3 Magazine. Und die Rauchbombe. 3 Terroristen. Relativ kräftige Truppe. Das ist mir zu heikel. Also ich könnte natürlich jetzt noch hier weiter aufdecken und hoffen, dass nicht direkt ein nächster Terrorist kommt. Aber das ist mir zu heikel. Ich mache jetzt, ich verstecke mich jetzt. Das heißt, ich opfere eine Zeiteinheit. Dafür ist die ganze Reihe aber auch komplett weg. Sowohl die Munition als auch die Tür, aber eben auch die Terroristen. Mich jetzt einfach nur feige versteckt. Und seht mal da, hätte ich das nicht gemacht, hätten diese beiden Terroristen dazu geführt, dass die anderen 3 uns angegriffen hätten. Also keine so schlechte Entscheidung. Aber hier ist natürlich jetzt auch nicht so super. Hier entsteht Lärm. Das ist die Medizin. Das hilft uns nicht, wir müssen aber weitermachen. Und da entsteht nochmal Lärm, das heißt, das ist weg und die beiden greifen uns an. Jetzt verlieren wir Zeit mit Nachladen, opfern das Magazin, bekommen dafür die 4 Schuss. Wir haben 2 Terroristen mit 3 und 4, müssen also mindestens eine 3 und eine 4 werfen. Und ich setze jetzt alle 4 Würfel ein. Alles klar, das passt, eine 3 und eine 5 sind geworfen. Sind aber auch alle 4 Schuss verschossen. Und ihr seht, ich kann jetzt 2
Karten ziehen. Ein Item hätte ich in mein Inventar nehmen können. Die anderen Karten müssen zurück. Das sind Hallways gewesen, Gänge. Und jetzt kann ich mischen. So, weiter geht's. Wieder ein Gang. Ein Terrorist. Ist aber nur einer. Ich werde also nochmal weiterziehen. Noch ein Gang. Eine Granate. Jetzt komme ich aber nicht durch die Gänge weg. Und zwei Lärm. Und schon greift der Terrorist mich an. Das geht alles verloren. Ich muss wieder nachladen. Gegen Zeit. Habe ich wieder 4 Schuss für den Terroristen. Ich nehme jetzt mal nur einen Würfel. Eine Zeiteinheit. Und das hat gerade so gereicht. Ist kein Item, muss also wieder zurück ins Deck. Und weiter geht. Ah, der eine Schuss ist verschossen natürlich. So. Dann geht es wieder weiter. Taschenlampe und Granate. Wieder ein Terrorist. Puh. Einmal Neues entsteht schon, beim zweiten Mal. Ja, schon passiert, das Funkgerät, aber das hilft mir alles nicht. Er greift an. Ich werde 2 Würfel einsetzen. Einmal Zeit. Hat funktioniert, die 6 ist dabei. 2 Schuss sind verschossen. Ich kann wieder eine Karte aufdecken. Muss sie zurück ins Deck schieben. Und weiter geht's. Hier finden wir Mr. Kobayashi, sozusagen den Firmenboss im Kobayashi Tower. Das wäre wieder eine Geisel, die wir mit zu uns nehmen können. Dann finden wir die Rauchgranate. Achtung, hier haben wir jetzt wieder 2 Geräusch-Icons. Ein Terrorist wird also sofort angreifen. Aber ein Search-Icon, um Mr. Kobayashi mit zu uns zu nehmen in die Gruppe, haben wir leider nicht. Wir müssen weitermachen. Zack, wieder Terrorist. Die beiden gehen wieder weg und wieder ein Angriff. Ich habe nur einen Würfel, einen Schuss, den setze ich auch ein. Einmal Zeit. Hat gereicht. Wieder aufdecken, ein Item ist es nicht, kommt wieder zurück. Und weiter geht's. Wieder ein Test. Fail, take 1 damage and discard a hostage. Ja, ich kann nur einen Würfel einsetzen zum Test. Hat nicht gereicht. Ein Regroup-Token hilft mir auch nicht. Ich werde jetzt die Ablenkung einsetzen und den Würfel neu würfeln. Und das hat gereicht. Der Test ist erfolgreich verlaufen, hat aber nichts weiter gebracht. So, wieder ein Test. Die Verhandlung. If you succeed, gain 2 time. If you fail, lose 1 time. Okay. Wieder testen. Glück gehabt. Gain 2 time. 1, 2, wieder auf 14. Und weiter geht's. Noch ein Test. Erfolgreich eine Zeit. Fail and fight with Terroristen mit. Okay. Dann wollen wir hoffen. Ups, das war ein Fail. Und dafür die Schokolade einsetzen? Nee, das machen wir nicht. Wir müssen leider gegen einen Stärke 3 Terroristen kämpfen. Das heißt, wir verlieren jetzt wieder eine Zeit, um nachzuladen. Stärke 3 hat er. Das decke ich hier nochmal auf. Da steht es, Stärke 3. Und das heißt jetzt, wir müssen. Na, ich werde erstmal mit einem Würfel werfen. Und 4 ist geworfen. Die Zeit hatte ich eingesetzt. Nee, noch nicht. So. Das heißt, wir haben gewonnen. Aber das hilft uns nichts. Der Schuss ist verdonnert. Und wir kriegen jetzt auch keine Karte, weil das stand ja nicht auf dem
auf der Testkarte. So, zwei Terroristen, an denen müssen wir uns jetzt vorbeischleichen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ein Key-Token haben wir nicht, sonst könnten wir uns durch die Tür davon schleichen. Ein Test, und einen Test müssen wir immer auch sofort ausführen. Also da geht es jetzt kein Weg dran vorbei. Wieder ein Test. Machen wir den erstmal und lesen uns dann durch, was passiert. Eine 2. If you fail, take one damage. Tja. Nicht gut. Wir sind fast am Ende. Und da sind zwei Terroristen. Jetzt verstecken wir uns und opfern das. Verlieren dafür Zeit. Taschenlampe. Tür wäre wieder sehr interessant. Drei Terroristen sind nicht so interessant. Ich verstecke mich wieder. Ich opfere wieder eine Zeit. Ob das gut ist oder nicht? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ein Gang. Wieder ein Test. Nicht bestanden. Fail and take 2 damage. Tja, damit haben wir uns nicht erfolgreich ducken können. Wir sind angeschossen worden und damit haben wir uns auch den letzten Lebenspunkt vergeigt. Und das heißt, wir haben das Spiel leider verloren. Tja, was meint ihr? Haben wir noch Zeit für eine zweite Partie? Denke ich doch. Das heißt, wir versuchen das gerade nochmal. Und das ist auch gar nicht so schwer, das zurückzusetzen. Wieder bei 20 Zeit anfangen. Volles Magazin. Drei Magazine. Alles gut mischen. Gucken wir mal, wo wir den... Ja, wir wären relativ früh ans Dach gekommen, weil die zwei dazugemischten Karten waren die beiden letzten. Wir werden auch hier wieder neu mischen, uns eine neue Reihenfolge von Orten raussuchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was habe ich jetzt? Vier. Insgesamt sind es vier Karten, die übrig bleiben und 15 Karten, durch die wir durch müssen. Mit den zwei obersten zusammenmischen. Und dann fangen wir einfach mal wieder von vorne an. Haben wir alles? Sieht gut aus. Los geht's. In einem Gang finden wir eine Granate. Die geben wir aber auf und laufen durch den Gang in das Badezimmer. Wir könnten uns ein Regroup-Token nehmen im Badezimmer. Das würde uns erlauben, eine 2 zu einem Würfelwurf dazu zu addieren. Das machen wir. Damit verlieren wir aber eine Zeit. Zack. So. Weiter geht's. Wieder ein Gang. Regroup-Icon gegen Zeit. Brauchen wir aber nicht einzusetzen jetzt im Moment. Lassen wir einfach mal liegen. Zwei Terroristen, aber im Moment nur ein neues. Wir machen weiter. Noch ein Gang. Für die beiden Gänge brauchen wir zwei Move-Icons. Wir haben aber hier nur eins. Wir kommen nicht weiter. Also nochmal. Und zweimal Lärm, alles weg. Die beiden Terroristen bleiben übrig, zweimal vier. Das heißt, wir setzen dagegen aber auch volle Power. Einmal werfen. Eine 6, eine 4. Direkt mit der ersten Salve haben wir sie beide erwischt. Wir kriegen zwei Karten, die wir ziehen können. Ein Item dürfen wir uns aufnehmen. Das ist glücklicherweise die Granate. Und der Gang kommt zurück ins Deck.
Weiter geht's. Wir finden ein Magazin, ein Medikit, zwei Terroristen. Wir machen weiter. Ups, und wieder zweimal Lärm. Und wieder zwei Terroristen. Wir verlieren eine Zeit beim Nachladen, müssen dafür ein Magazin abgeben und investieren wieder Zeit zum Schießen und setzen auch wieder das komplette Magazin ein. 3, 4, 5, 6, eine Straße, hilft uns aber auch nicht, aber es reicht auf jeden Fall für die beiden Terroristen. Wieder zwei Karten ziehen und ein Item dürften wir uns aufnehmen. Machen wir auch mit dem Medikit und die Terroristen kommen leider zurück ins Deck. So, wieder weiter. Munition. Eine Tür zu zwei Räumen. Und dafür brauchen wir einen Key, das finden wir aber nicht. Die Granate, wir haben aber schon eine. Wir brauchen immer noch einen Key oder zwei Search-Icons. Wir haben eines, damit könnten wir uns, wenn wir die Tür aufgeben, die Munition holen. Das wollen wir aber nicht. Ich will ja schließlich durch die Tür. Oder durch diese. Das passt doch. Wir geben die eine Tür auf und nehmen uns die Munition dafür in das Inventar. Und haben damit noch ein Reservemagazin praktisch mit dabei. Und hier suchen wir weiter. Test. If you fail, take 2 damage. Eine Explosion. Hat aber gereicht. Da sind die 6 und die 5. Dieser Explosion entkommen wir. Wir laufen weiter. Wir stoßen auf Clarence, aber den können wir uns noch nicht dazu nehmen. Er würde ein Search-Icon brauchen, das haben wir noch nicht. Wir haben zwei Move-Icons. Ein Gang liegt vor uns. Eine Granate. Puh, wir haben alles nur... Ja, wir opfern die Granate mit dem Move-Icon und laufen dadurch durch den Gang in ein Atrium. So, hier steht es jetzt. Draw 5 cards. If one of them is a terrorist, if it attacks you, shuffle the rest back into the deck. Okay, wir fangen an. Und jetzt muss ich mir überlegen, bei der Gangkarte, wenn ich einen Raum aktiviere, muss ich dann die komplette Reihe weglegen? Ich glaube nicht. Prüfe ich aber kurz nach. Das ist bei den Location Cards. Da steht nichts davon. Dass dabei die Reihe auch zurückgelegt werden muss auf den Ablagestapel. Nein. Nein. Also, 5 Karten nacheinander ziehen und wenn ein Terrorist dabei ist, greift er an, die anderen kommen zurück ins Deck. Wir legen die mal hier weiter rechts. Das ist ein Terrorist, das heißt, der greift uns an. Wir verlieren erstmal eine Zeit beim Nachladen. Es ist ein Dreier-Terrorist. Boah, da werde ich einfach mal einen Schuss abgeben. Eine 1, aber jetzt opfere ich dieses Regroup-Icon hier, das kann man dazu zählen. Also sind es eine 3, das reicht für den Terroristen. Das Regroup-Icon ist weg, der Schuss ist vergeudet. Das ist kein Item, das kommt zurück ins Deck. Es geht weiter. Wieder ein Terrorist. Einmal Neues haben wir, einmal Geräusch. Zweites Mal, jetzt ist aber die ganze Reihe weg. Und wir haben wieder einen Kampf gegen einen Terroristen, wieder eine Zeit. Haben wir gewonnen. Wieder eine Karte ziehen. Ist kein Icon, kein Item, keine Munition, kommt leider zurück. Ein Gang. Einmal Munition. Die lassen wir liegen, laufen weiter durch den Gang und können damit einen Ort aufdecken. Wir sind in der Küche. Wir müssen einen Test bestehen, schaffen das auch mit der 6 hier. Die drei obersten Location-Karten ziehen und sie in jeder beliebigen Reihenfolge
zurücklegen. Okay, das heißt, wir können uns die angucken. Das Gift, der Giftshop, das Restaurant will einen Test erfordern und das Hotel. Ich glaube, ich möchte zuerst ins Hotelzimmer, dann ins Restaurant und dann in den Giftshop. Ob das passt, wird sich hinterher herausstellen. Okay. Die Bazooka. Eine der Karten, die meines Wissens als Stretch Goal freigeschaltet wurden. Die würde uns aber 3 Search Icons kosten, die wir jetzt erstmal aufdecken müssen, um das zu machen. Das Funkgerät würde 2 Search Icons kosten und würde uns erlauben, einen Terroristen aus dem Spiel zu nehmen. Und jetzt haben wir die Machine Gun. Aha. Und alles kostet Search Icons und wir haben keine Search Icons. Und wir haben schon 3 Lärm da liegen. Das heißt, jeder Terrorist greift uns an. Aber was hilft's? Dann haben wir Sergeant Pratt. Okay. Mit ihr könnten wir einen Terroristen auch aus dem Spiel nehmen, sobald er gezogen wird. Aber auch das kostet 2 Search Icons. Wenn wir das jetzt alles haben wollen, brauchen wir richtig viele Search Icons, die wir alle noch nicht finden. Eines, das reicht auch nicht. Und wir möchten ja weiterkommen. Das nächste, was wir jetzt finden, ist der Hotelraum. Aber möchte ich dafür das Radio oder die Machine Gun oder die Bazooka aufgeben? Gute Frage. Doch, müssen wir eigentlich tun. Ich gebe die Bazooka auf und ich gebe das Funkgerät auf. Damit sind 2 Move-Icons bezahlt und damit kann ich den Gang entlang laufen und decke eine Location-Karte auf. Das ist das Hotelzimmer. Gegen 1 Zeit würden wir 3 Karten aufdecken können und sie in jeder beliebigen Reihenfolge wieder zurücklegen. Okay, gut, dann schauen wir uns die obersten 3 Karten an. Ein Terrorist. Ne, 2 sogar. Was wollen wir? Die wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und die Schrotflinte und den Gang. Eigentlich wollen wir es so haben. Gut, das heißt, jetzt kommt erstmal der Gang und den gehen wir dann auch entlang. Denn danach kommen ja Terroristen und dann würden wir ja sowieso kämpfen müssen und die Maschinenpistole auf jeden Fall auch verlieren. Das heißt, die können wir auch hierfür opfern, um eine Location-Karte weiterzukommen. Was tun wir? Wieder ein Test. Und den haben wir in diesem Falle bestanden. And gain a radio card from the deck or discard pile. So, wir hatten eine radio card. Die war gar nicht so weit weg. Da ist sie. Die haben wir gewonnen. Und die kommt jetzt hier nach ganz rechts. Ihr seht sie gerade noch so am Bildrand. Und dann geht's weiter. Restaurant ist durchsucht. Als nächstes kommt hier der Giftshop mit der Schokolade. Das heißt, die könnten wir vielleicht sogar auch opfern. Müssen wir mal schauen, ob wir uns das... ob wir das brauchen. Und wir laufen weiter. Die Schrotflinte. Und jetzt kommen die Terroristen. Wollen wir uns verstecken? Nein, wir wollen uns nicht verstecken. Boah, 2 Terroristenpaare. Und das Stärkere greift uns an. Das heißt, das hier geht alles verloren. Und mit 2 Schuss, 2 Treffer. Mal gucken, ob das klappt. Genau nicht. Und jetzt opfern wir die Schokolade. Abgeben, um einfach nur jede beliebige Zahl von Würfeln neu zu werfen. Das machen wir jetzt. Achso, hier kostet das natürlich auch an Zeit, der Schuss. 4 und 2. Okay, das reicht nicht ganz. Wir markieren den ersten Terroristen mit einem Treffer, den 4er. Der 2. hat aber überlebt und fügt uns einen Schaden hinzu. Markieren wir. Jetzt brauchen wir Zeit zum Nachladen. Und jetzt wieder Zeit zum Schießen gegen den überlebenden Terroristen. Und ich glaube, da muss jetzt reichen, einfach mal. Der hat nicht gereicht. Puh. Haben wir noch einen
Ach, wir setzen hier noch eine Zeit ein. Müssen kassieren natürlich noch einen Schaden, weil der Terrorist immer noch lebt. Und jetzt die Zeit haben wir jetzt eingesetzt, um nochmal zu schießen. Und jetzt haben wir auch eine 3 dabei. Kugeln verschwendet ohne Ende. Jetzt haben wir gewonnen. Vielleicht hätten wir auch die Granate einsetzen können, aber mal schauen, was uns das jetzt bringt. Es sind keine Items dabei, die kommen zurück und das ins Deck. Laufen weiter. Test. If you fail, take one damage and discard a hostage. Nee, Test haben wir bestanden. Noch einer. Zweimal hintereinander das gleiche. Der Test ist nicht bestanden. Puh, was machen wir denn? Tja, take one damage. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Also eins sage ich euch, beim nächsten Mal machen wir die Granate. Wir setzen jetzt aber auch das Medikit ein. Wir geben die Karte ab, verlieren ein Zeit, aber gewinnen den Gesundheitspunkt dazu, den Lebenspunkt. Und können damit für den nächsten Test auch wieder 2 Würfel benutzen, anstatt nur einen. Hier haben wir kein Magazin mehr, das heißt, die Munitionskarte geben wir auch ab und holen uns hier noch ein Magazin. Und wir setzen jetzt auch mal das Funkgerät ein. Dann ziehen wir 3 Karten. Und wenn da Terroristen bei sind, werden die weggelegt, werden die abgelegt. Das heißt, er hier wird abgelegt und der Rest wird wieder gemischt. Ja, sieht jetzt auch nicht so super toll aus. Wir sind vielleicht etwas besser als beim ersten Spiel eben. Okay, wieder in den Gang. Eine Taschenlampe und ein Terrorist. Eine Ablenkung. Wir brauchen 2 Move-Icons für den Gang. Haben hier eines. Hier haben wir noch ein Search-Icon. Hier suchen wir eine Geisel. Also, wir machen Folgendes. Ups, jetzt bin ich gegen die Kamera gestoßen, entschuldigt. Wir geben das Search-Icon her für die Taschenlampe und die setzen wir direkt ein, um 3 Karten zu ziehen. Wenn eine davon eine Geisel ist, kommt die ins Inventar, der Rest wird wieder unter den Stapel gemischt. Das heißt, 1, 2, 3, keine Geisel, wird aber alles unter den Stapel gemischt. Gang und Terrorist. Noch ein Gang. Er gibt uns einen Move in eine Tür. Da brauchen wir entweder einen Schlüssel für oder wir können einen Move und ein Search-Icon dafür einsetzen. Oh. Noch eine Taschenlampe. Nochmal nach einer Geisel suchen. Nee, aber wir haben jetzt 2 Move-Icons. Und gelangen über den Gang in den nächsten Ort. Und das ist der Gift-Shop. Und damit holen wir uns die Schokolade zurück. Zack, so. Test. Na, wollen wir mal hoffen, dass das hilft mit den 2 Würfeln. Jawohl. Gain one time. Na gut, dann sind wir wieder auf 10. Noch ein Test. Die Verhandlungen. Gerade wieder bestanden. Sehr gut. 2 Zeit gewinnen. Jawohl, da sind wir wieder auf 12. Oh, wieder eine Tür. Wir brauchen unbedingt Schlüssel. Aber so viele gibt es da nicht. Noch eine Tür. Aber 2 Lärm. Das heißt, wir kämpfen jetzt wieder gegen den Terroristen. Ja, wir haben einen Schuss noch in der Pistole. Den versuchen wir dann auch. Das heißt, einmal Zeit. Und eine 4. Das hat funktioniert. Wir ziehen eine Karte. Das ist kein Item. Dann kommen die 3 Terroristen leider zurück ins Deck. So, Pistole ist leer, wir haben noch ein Magazin, wir haben die Granate, die brauchen wir, wenn mehrere Terroristen kommen. Da ist noch eine Granate.
Da ist Mr. Kobayashi, der gäbe uns einen Schlüssel. Da ist aber ein Terrorist. Und noch ein Terrorist, und das ist sogar der stärkere. Das heißt, die kommen alle weg. Und der Fünfer-Terrorist greift uns an. Naja, das heißt, wir setzen mit einem Versuch die Granate ein. Und werfen den Achterwürfel. Sehr gut, das war nichts. Das kostet uns einen Gesundheitspunkt und natürlich müssen wir uns jetzt überlegen, was wir als nächstes tun. Habe ich Zeit schon eingesetzt? Ne, wir müssen nochmal Zeit einsetzen zum Nachladen. Und ich werde jetzt mal 3 Schuss einsetzen und hoffen, dass wenigstens einer der Würfel eine 5 ist. Ja, Glück gehabt, jetzt sind es sogar 2. Aber auch hier darf ich nur eine Karte ziehen. Es ist ein Item, nämlich das Regroup. Und es geht weiter. Oh, jetzt habe ich eine Geisel gefunden, die Allen. Damit könnte man eine Nicht-Terroristen-Karte weglegen, wenn man sie im Inventar hätte, aber dafür braucht es 2 Search-Icons. Agent O'Neill würde uns helfen können. Aber den können wir auch noch nicht auslösen. Dann haben wir hier eine Rauchgranate. Noch ein Regroup. Ein Test. Und wir dürfen nur einen Würfel einsetzen zum Testen. Eine 4. Das würde den Test failen. Was steht hier? Succeed and either discard a terrorist from the row or draw until you find a terrorist and discard it. Reshuffle. Hier steht nichts, was. Hier passiert nichts, wenn man den Test versagt. Das heißt, es passiert einfach nichts. Aber wir haben natürlich jetzt auch keinen Nutzen von der Ablenkung. Noch eine Rauchbombe. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden doch ein Search-Icon hier einsetzen, diese Karte hier, um eine Rauchgranate, Rauchbombe zu nehmen. Die können wir nämlich einsetzen, um einen weiteren D6er-Würfel dazuzunehmen zum Kampfwurf. Und wir haben nur noch einen Schuss, das heißt, wir könnten mit der Rauchgranate noch einen zweiten Schuss verwenden. Dann heißt es, wir ziehen weiter. 2 Lärm, 3 Terroristen. Tja, das droht jetzt hier ganz schnell dem Ende entgegenzugehen, denn so ganz ohne Waffen müssten wir auf Faustkampf umstellen und das ist natürlich nicht ganz so effizient. Also, wir werden mit der Rauchgranate zusammen einen D6 zum Kampfwurf dazu nehmen, Zeit einsetzen. Den stärksten Terroristen haben wir getroffen. Die anderen beiden haben überlebt. Wir verlieren ein Leben. Wir können nicht mehr nachladen. Na halt. Wir geben die Schokolade her, um den einen Würfel neu zu werfen. Das heißt, wir hätten auch den zweiten getroffen. Aber trotzdem hat natürlich einer überlebt bei 2 Schuss. Können wir nicht alle 3 treffen. Das heißt, das Leben war... Auf jeden Fall mussten wir den Lebenspunkt abgeben und jetzt haben wir, Faustkampf. Und da müssen wir nicht nachladen, wir müssen nur kämpfen, kostet uns wieder nur Zeit. Aber jetzt haben wir die 3 besiegt und können 3 Karten ziehen. Ein Item können wir ins Inventar legen, die anderen kommen zurück ins Deck. Ihr seht jetzt, dass dieser Kartenstapel hier immer kleiner wird. Aber das macht nichts, sollten wir da durchgekommen sein, wird natürlich der Ablagestapel neu gemischt und dann wird wieder von vorne begonnen. So, wir sind unbewaffnet. Jetzt setzen wir das Funkgerät ein. Wir ziehen 3 Karten und sollte es ein Terrorist sein, wird er weggelegt. Kein Terrorist, der Rest wird neu gemischt. Schade.
Das Funkgerät ist aber eingesetzt, kommt also weg. So, die Granate haben wir noch dabei. Wieder ein Funkgerät. Aber wir laufen durch den Gang. Wir wollen ja schließlich doch noch weiterkommen, auch wenn es spannend wird. So, Tresor. Test, succeed and search the discard pile for any card and add it to your inventory. Fail and lose 3 times. Wir testen. Das war nicht gut. 3 Zeit verloren. 1, 2, 3. Wir haben also uns zu lange mit dem Tresor beschäftigt, konnten ihn nicht knacken. Nächster Gang. Noch ein Test. Wieder nicht bestanden, sonst hätten wir einen Schlüssel gewonnen. Eine Tür, die hätten wir jetzt brauchen können, den Schlüssel. Noch eine Tür. Noch ein Test. Auch nur eine 3. If you fail, take 1 damage. Ja, das kostet uns jetzt wieder Kraft hier, der Hinterhalt. Es geht weiter. Ablenkung. Ja, dafür können wir eine der Türen hergeben, um uns die Ablenkung ins Inventar zu nehmen. Da haben wir noch eine Tür und einen Gang. Ein Terrorist. Puh. Wir versuchen es weiter. Test. Eine 2. Fail and take 2 damage. Ende ist. Ja, es soll heute nicht sein. Aber so ist es bei den Let's Plays. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Oder wie man so schön sagt. Das heißt, für heute war es das mit Hunted Kobayashi Tower von Gabe Barrett. Ein Kickstarter 2019. Ich verlinke euch natürlich das Boardgame Geek Profil und die Kickstarter Kampagne dazu. Dazu passt, wie ihr im Unboxing gesehen habt, auch das Mining Colony 415 vom gleichen Autor. Leicht anderes Design, ist natürlich nicht auf Die Hard angelehnt, sondern auf Aliens. Teil 2 ist das von der Alien-Reihe. Und das werden wir natürlich im anderen Let's Play behandeln. Heute war es Kobayashi Tower. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen oder wenigstens das Video von mir, Let's Play. Und wenn euch das Design zusagt, mir hat es gefallen. Es kommt jetzt Ende Februar, glaube ich, 23. Februar soll es rauskommen, die Kampagne von Gabe für das nächste Spiel aus dieser Hunted-Reihe. Das soll meines Wissens nach Road Witch heißen und über die Fernsehserie Stranger Things gehen, beziehungsweise daran angelehnt sein. Die Fernsehserie kenne ich selbst nicht, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mir das Spiel dann zulegen werde. Das muss ich mir selbst nochmal angucken, wenn die Kampagne draußen ist. Ich verlinke euch aber auch die Webseite von Gabe. Ich glaube Best by One oder sowas, oder Best with One heißt sie. Denn da findet ihr zu Hunted Kobayashi Tower und Hunted Mining Colony auch nochmal die aktuellen Regeln und ein paar Bilder. Und auch zu Road Witch gibt es dort schon die Regeln und Bilder, was ihr euch dann auch angucken könnt. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Lasst gerne Kommentare da, ein Abo und ein Like, wie sich das gehört. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei allen euren Spielen, die ihr so spielt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Spartakus.